Von dem her würde ich sagen, lass das wieder abspielen, ich bin gestellt. Du wirst niemals die Nummer 1 bleiben. Du musst nämlich mit mir rechnen. Und wenn du die Karre kriegen willst, dann musst du sie dir schon schnappen. Es ist vorbei, Razor. Es ist erst vorbei, wenn ich sage, dass es vorbei ist. Wo ist der andere Typ? Ist abgehauen. Das meinst du doch nicht im Ernst. Der meistgesuchte Street Racer ist plötzlich abgehauen? Was ist mit der Blacklist? Vergiss die Blacklist. Die sind durch. Ich will, dass sich alle verfügbaren Kollegen an seine Fersen heften. Wirklich alle? Ja, wirklich alle! Oh yeah, Baby. Lust auf 20 Minuten blindes Gefahr gegen Stufe 6 Cops mit dem BMW. Hier sind's. Oh yeah. Da ist er wieder, unser BMW. Und bevor du da groß rumplapperst, du musst den Wagen Tuningsteile ausrüsten, bevor du ihn tunen kannst. Nein, der Wagen ist so. Hey, danke für deine Hilfe. Dank dir konnten wir alle Blacklist-Fahrer festnehmen. Ich werde dir das anrechnen, wenn du dich jetzt stellst. Also, wie sieht's aus? Nicht so gut. Achtung, alle Einheiten. Verfolgung jetzt auf Alarmstufe 5. Wiederhole, Alarmstufe 5. Eigentlich sind es 6. Durch die Tankstelle. Und jetzt schon bei 350.000. Okay, ich... What the fuck geht denn verkehrt bei denen? Es ist doch echt nicht mehr normal. Bin ich? Alter, das sind echt alle Einheiten. Alter, lass mich bloß da raus, du kleiner Wichser. Du kleiner Wichser. Nein, du kleine Hurensohn. Bitte einfach nochmal von dem Punkt starten. Ich will nicht nochmal die kompletten Rennen. Bitte, bitte. Tatort sichern. Bitte melden, ob ihr einen Schlepper braucht. Oh oh. Bitte nicht. Möchte es eine Neustart, alle ungesperrten Rennfortschritte gehen verloren. Ja, was soll ich denn sonst machen? Bitte nicht Racer, bitte nicht Racer, bitte nicht Racer. Oh Gott sei Dank. Achtung, alle Einheiten. Wir haben einen kurzen Abschnitt. Das ist weigert anzuhalten. Die Einsatzleitung weist alle freien Einheiten an, auf TAC 2 umzuschalten dann und auf Empfang zu gehen. Gehen wir doch jetzt mal auf Kopfjagd. Hey, danke für deine Hilfe. Dank dir konnten wir alle Blacklist-Fahrer festnehmen. Ich werde dir das anrechnen, wenn du dich jetzt stellst. Also, wie sieht's aus? Nach wie vor schlecht. Verfolgeeinheiten in der Mitte vor der Straßensperre liegen 1067er. Bleibt auf den Außenspuren. Jawohl. Er ist ohne Probleme durchgekommen. Leute, ich kann kein Ende, Ich muss quasi jetzt selbst zu meinem Kreisel kommen. Wir starten mit einer 1065, bevor die Lage eskaliert. Ich kenne mich doch hier kaum aus. Erstmal her, eure Route führt direkt in den Tunnel. Wir werden den Sichtkontakt zu ihm verlieren. Du Opfer. Zulu 12. Bin am Einsatzort. Die sehen ein bisschen stabiler aus, die Fünfer, würde ich sagen. Die Straßensperre. Und irgendwie haben wir davon auch mehr hinter uns, kann man sagen. Machen weiter! Verdächtiger ist willkommen! Oh, komm schon. Lass mich da durch. Yeah. 300.000! Was geht denn ab? Was geht denn ab? Ist das krass. Mhm. 300.000 mit einem Verfolgungsstopp. Wir haben jetzt schon wieder 1.200.000. Alter, was geht denn ab?
bist durch die Straßensperre gerast. Ja, hast du mir quasi genau gepasst. Reißt ihn mit einer 1075er. Lasst ihn nicht vorbei. Wartet auf meine Anweisung. Oh, dann musst du wieder umdrehen. Ich weiß halt blöderweise echt nicht, wo es lang geht, aber ich glaube, wir hätten jetzt halt irgendwie auf dem Highway fahren sollen. Aber vielleicht können wir vorne nochmal fahren. Server, ansonsten drehen wir hier einfach schnell um. Dürfte kein Eck sein. Wir haben Sichtkontakt zu Code 6. So, und jetzt halt fahren wir einfach mal rechts auf dem Highway. Stelle. Wo soll ich hin? Du sollst heimfahren. Verfolgung ist zu Ende. Na, vielleicht sogar auch nicht. Wo sind sie mit den Nagelbändern? Boah, geil. Verdächtiger ist weiter flüchtig. Die Straßensperre hat nicht funktioniert. Ist schon krass, gell? Es war kein anderes Auto auf der Straße. Ich würde es auch, ja. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Möchte man vielleicht meinen und vielleicht auch hoffen, es geht nicht. Kacke! Verdammte Scheiße! Ich weiß einfach nicht, wie ich da hinkomme zu meinem schwulen Kreisel. Ich muss irgendwie schon, dass ich auf den Highway komme und dann einmal komplett rundherum fahren. Das heißt, wenn ich auf der Straße bleibe und außen fahre, müsste es rein theoretisch klappen. Hey, danke für deine Hilfe. Dank dir konnten wir alle Blacklist-Fahrer festnehmen. Ich werde dir das anrechnen, wenn du dich jetzt stellst. Also, wie sieht's aus? Nach wie vor schlecht. Wir bremsen ihn aus. Überhöhe ihn und bilde 1075. Lass ihn nicht dabei. Ich fahre jetzt ganz rechts. Weil ich kann weder N noch B noch M machen. Das heißt, ich habe keine Langkürze zur Verfügung. Perfekt! Nehmt euch den Heck vor! Boah! Roger. Okay. Er hat gewendet. Wir fahren jetzt andersrum. Der Kerl ist gerade in die Raffinerie gerast. Ich will meinen gescheiten Lambo wieder haben. Der wäre so geil hier zum Verfolgungsjagd machen. Schnappt ihn euch, sobald er langsamer wird. Ja, wenn ich langsamer werde. Ach du Scheiße. Ja, lass mich nicht durch. Ich komm nicht ran. Das hat schon seinen Grund, mein Freund. Wir sind immer noch Kontakt. Irgendwie geht's diesmal ein bisschen langsamer mit dem Kopfgeld. Jetzt bekommen wir bei 445.000. Aber wir wollen ja nicht jedes Mal unsere Enten. Wir wollen sie mal heimfahren. 10.55. 5.1, bitte im aktuellen Lagebericht. Ich hab alle Hände voll zu tun. Tu das. Ah, da waren ja doch ein paar Autos jetzt gerade. Die Straße wird immer voller, wir sollten uns zurückziehen. Negativ. Ich bin hier ganz alleine. Aufgepasst! Ich war eh schon abseits der Straße. Was wollt ihr noch von mir haben? Dass ich vielleicht dagegen fahre. So, habe ich auch gemacht. So, und ich glaube jetzt kenne ich mich wieder aus. Können wir sogar noch kurz eine Tankstelle mitnehmen. Ich brauche alle verfügbaren Einheiten. Und keines eingefahren. Okay, Roger, Zulu 14. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Ups. So, und jetzt ab nach rechts, wobei man geradeaus eigentlich auch fahren kann. Fahren wir
Komm mal geradeaus. Ich kann nicht mehr mithalten. Komm mal geradeaus. Geht leichter. So. Na, was du nicht sagst. Lasst uns den Typen überholen und eine 1075 bilden. Mhm. 75, oder? Leider nichts gebracht. Da ist der Verdächtige. Wir schließen und ich bin jetzt auf meinem Highway. Das heißt, ich regiere diese Straße und damit sage ich schon mal Servus. Allerdings lege ich mich nicht gegen zwei schwere Chips und einen normalen und Schnauern an. Habe Sichtkontakt! Code 3! Sorry! Oh. Zentrale schickt jeden Hörer frei! Das haben wir gewendet. Wir brauchen jede verfügbare Hilfe! War auch schon wieder ein bisschen eng. Ich habe nur Angst, in die Chips reinzufahren, weil wenn ich da hinbleibe... 1075! Wartet! Ich setze mich vor ihm! Das war! Ich bleibe dran! Cool, das... Gib den Gruppen noch 23 Sekunden Zeit, dann kommt auch noch wer. Und die helfen dir dann. Aber wie gesagt... Meine Straßen... Mein Revier... Vorausgesetzt. Ah. Nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Gut, dass das gerade überhaupt nicht knapp war. Wir schalten ihn jetzt aus. Ei, da war das gerade fett. Siehst du, genau deswegen fahre ich so ungern in den Schutz. Alarmiert die Bodeneinheiten, wir nehmen uns seinen Wagen vor. Einsatzkräfte für Zugriff bereithalten. Na endlich. Hey, leg jetzt nicht auf. Deine Verstecke sind aufgeflogen. Cruz kennt sie alle. Fahr zur alten Brücke. Die Stelle ist auf deiner Karte markiert. Dein Wagen ist schnell genug für den Sprung. Das ist der einzige Weg. Jawohl. Trotzdem muss ich da erstmal hinkommen. Los, schnappt ihn euch! Blockiert ihn! Fahren wir so rum. Festnahme negativ. Wir bleiben dran. So. Zulu 4. Bin am Einsatzort. Warten wir mal ein bisschen, bis ein paar da sind. Dann fahren wir da rein. Fahrt langsam, die Straße wird voller. Er soll das Gebiet verlassen. Aber die stehen sogar da drüben. Das ist ja krass. Das könnte sein, dass ich gleich ein richtiges Problem habe. Ja, natürlich. Warum auch nicht, ihr kleinen Wichser? Mann. Verfolgergruppe abrücken. Halt's Maul. Tatort sichern. Bitte melden, ob ihr einen Schlepper braucht. Ey, das darf aber wohl nicht wahr sein. Und wieder 5 Minuten warten. Langsam nervt's. An alle Straßenwarnung, wir haben eine Code 3 Verfolgung. Freie Einheiten bitte melden und zur Verfügung halten. Hey, danke für deine Hilfe. Dank dir konnten wir alle Blacklist-Fahrer festnehmen. Ich werde dir das anrechnen, wenn du dich jetzt stellst. Also, wie sieht's aus? Da, was geht denn ab? Nähere mich dem Einsatzort. Ich will doch nur...